Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer Nacht- und Nebel-Aktion-Aufnahme um 4 Uhr in der Früh, wo normalerweise viele Leute schon schlafen. Nein, ich schlafe nicht. Ich bin im Halbschlaf, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe gesehen, dass ich für morgen Entschuldigung, keine Aufnahme mehr habe. Und deswegen muss ich jetzt schnell noch eine halbe bis dreiviertel Stunde aufnehmen. Der liebe Gernot schläft natürlich. Das ist klar, deswegen sind wir wieder mal alleine. Jo, in dieser Welt hat sich natürlich einiges wieder getan. Ich habe offline ein bisschen wieder gebaut, im Kreativmodus wieder. Ich bin noch am Überlegen, ob wir ein Let's Play daraus machen sollten, sondern wirklich generell nur mal ein Let's Show. Und wenn wir beide, also wenn wir aufnehmen hier mit euch, dass wir auch im Kreativmodus, übrigens, da bin ich gerade noch, Game Mode 1. Zack. Scheiße. Falscher Code. Ich merke das nie. Game Mode 0. Ob wir eventuell vielleicht gleich im Kreativmodus spielen weiter sollten oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr euch unter die Kommentare ausmachen, beziehungsweise sagen, wie es euch passt, wie es euch gefällt oder nicht. Wie gesagt, ich bleibe bei meiner Ansicht, dadurch, dass wir hier mit FTP ein größeres Projekt haben, bin ich der Ansicht, dass ich offline im Kreativmodus arbeite. Solltet ihr was dagegen haben, ist mir wurscht. Na, nicht wurscht, aber es ist ja auch eigentlich praktisch für euch, wenn ich im Kreativmodus etwas baue. Weil sonst sind es wieder 10.000 Folgen und es ist ja bereits jetzt die 101. Folge. Und schaut einmal, was wir in den 101 Folgen jetzt schon geschafft haben. Und vergleicht einmal in der normalen LPT-Welt, was wir da geschafft haben in dieser Zeit. Also wie gesagt, ihr könnt entscheiden, wollt ihr, wenn wir aufnehmen, im Survival-Modus weiterhin spielen oder sollen wir gleich alles im kreativen Modus machen? Das ist ja eure Entscheidung. Wie gesagt, offline werde ich alles im Kreativmodus machen. Jo, und jetzt noch dazu die sogenannten Neuerungen, die ich für euch habe. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren hier durch unser Dörflein, was wir gebaut haben. Das hier alles kennt ihr ja schon. Und was sehen wir hier? Wir haben hier eine schöne für eine U-Bahn-Station. Das heißt, die habe ich gebaut. Das heißt, schon links nach rechts schauen, Ampeln und alles. Und Schilder kommen natürlich noch. Und wir können hier hinaufgehen und hier haben wir eine schöne U-Bahn-Station quasi, die dann hier weiterführt. Hier ist ja momentan noch alles abgeschnitten mit der Straße und mit der U-Bahn. Und wenn wir hier weitergehen quasi, dann kommen wir, dann haben wir hier quasi die U-Bahn-Station gebaut. Wie im richtigen Leben, einen Block ein bisschen höher versetzt als wie im normalen Leben. Ich fahre jetzt aber nicht mit der U-Bahn, sondern ich fliege jetzt einmal, um euch noch zu zeigen, was ich verändert habe. Ihr werdet staunen, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht dafür. Ja, die Stützen und Steher und alles, die kommen natürlich auch noch, das ist eh klar. Jo. Nur mal so fliegen, dass ihr es nicht gleich seht. Ah, scheiße, jetzt habe ich schon gezeigt. Das ist nicht gut, ich könnte nur so gehen, so fliegen. Nee, ich habe hier ein wunderschönes, naja, wie soll ich sagen... Warte jetzt einmal kurz, ich gehe nochmal kurz in den Kreativmodus rein, Game Mode 1, Punkt, dass wir in der Luft bleiben können und schweben können. Das hier ist ein Ölturm, sage ich jetzt einmal, den ich gebaut habe offline. Extra für euch, ne, nicht extra für euch, sondern hoppala, extra, dass es schön ausschaut mit Hubschrauber und mit einem Schiff und es funktioniert sogar alles. Wie gesagt, das ist nur eine Zierde. Ich meine, ich habe hier unten zwar einen Haufen viel Öl, ja, aber das will ich nicht abpumpen. Das will ich einfach nur so als Zierde lassen. Ja, wie funktioniert das Ganze hier eigentlich? Eigentlich ganz recht praktisch. Wenn ich hier jetzt irgendwo zum Beispiel ein Ölfeld gefunden habe, setze ich hier einen Endertank hin. Hier, einen Endertank, ja. Der pumpt mir das dann quasi hier in diesen riesengroßen Behälter, in diesen riesengroßen Kessel hinein. Wenn dieser voll ist, pumpe ich quasi bis zu diesem Block hier, also der untere Block wird immer voll bleiben, pumpe ich quasi das raus, das geht dann durch diese Pipe hier durch, verteilt sich dann hier zu dritt, dann habe ich hier einen Öltanker gebaut und dann pumpt sich quasi das Öl
in die jeweiligen Tanks hinein. Also die Tanks sind wirklich real, also das sind wirklich wirkliche Tanks, also nicht nur möchte gern Tanks, ja. Und hier haben wir schon sehr viel Öl gelagert und gespeichert. Und ja, wenn das alles einmal voll werden sollte, beziehungsweise voll ist, dann werden wir eine Raffinerie bauen und aus der Raffinerie werden wir dann Benzin herstellen und für Benzin werden wir auch noch einige Sachen, sage ich jetzt einmal, zur Verwendung finden. Dann hier habe ich einen wunderschönen Hubschrauber für gebastelt, so showzweckmäßig, ne, weil hier ein Hubschrauberlandeplatz ist, können wir in den Hubschrauber reinfliegen. Diese Türme hier, diese drei, haben eigentlich nur so einen optischen Sinn quasi, die sollen halt quasi vermitteln, dass hier quasi Öl abgepumpt wird, was natürlich nicht der Fall ist. Wird natürlich auch aufgeteilt in drei Pipes und die drei Pipes fließen dann hier rein. Wenn natürlich das voll wäre, zwei Blöcke lasse ich immer voll, so als optischer Style. Wenn der dritte Block voll ist, wird es abgepumpt quasi. Wird auch abgepumpt hier und kommt in den riesengroßen Container hinein. Sprich, das ist hier unser Hauptcontainer. Wenn dieser hier voll ist, das wird dann alles ins Schiff transportiert. Ja, das Schiff, das ist momentan noch nicht in Betrieb, beziehungsweise die Einrichtung und alles fehlt noch. Ich habe vor, hier vielleicht irgendwelche technische Sachen noch reinzubauen. Und ja, hier Schlafkajüten und ja, hier auch noch Schlafkajüten. Und hier ist die Brücke quasi, wo man hier alles übersieht, das ganze Schiff übersieht. Hier kommt dann natürlich auch noch was hinein und hier kommt dann quasi zu den Außenflügeln vom Schiff, zur Antenne. Und ja, hier haben wir dann auch noch die Antenne. Also wie gesagt, das habe ich jetzt da einmal offline gebaut. Nicht wundern, die Bahnstrecke habe ich auch ein bisschen nach hinten gebaut. Die Straße ist auch schon bis zum Enderportal fertig gebaut. Und ja, das ist halt unser größtes Projekt gewesen, Offline-Projekt. Sprich hier diesen Ölturm mit dem Öltanker zu basteln, wobei ich muss sagen, ein Schiff zu basteln in Minecraft mit Ecken und ohne Runden ist nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber ich muss sagen, der Ölturm ist mir ziemlich gut gelungen, ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber ja, das ist eigentlich ziemlich schön geworden. So, nichtsdestotrotz, wir fliegen jetzt einmal zurück, beziehungsweise ich muss einmal schauen, weil der Endertank hier irgendwie nicht mehr befüllt. Jetzt muss ich natürlich nur mal gucken. Okay, der befüllt jetzt nicht mehr, ob das schon leer ist. Das heißt, ich fliege jetzt einmal schnell zum anderen hin, wo ich den Endertank hingesetzt habe, um zu schauen, ob da vielleicht die Ölquelle schon leer ist. Weil wenn ja, dann kann ich das wegreißen und kann mir irgendwo ein neues Öl suchen. Wie gesagt, hier ziemlich simpel aufgebaut. Ich habe einfach hier nur einen Endertank hingestellt mit einer Pumpe, mit drei Redstone-Motoren und einem Junkloader, der mir diesen Junk lädt. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal schauen, ob diese Ölquelle hier wirklich schon leer ist. Weil wie gesagt, dann kann ich das eigentlich alles abreißen. Okay, warte mal, ich brauche mal Fackeln. Ja, okay, ist eigentlich ziemlich schon leer. Hier geht es nicht mehr weiter runter. Ja, und wie ihr seht hier, so sieht zum Beispiel dann ein Ölgebilde aus. Also hier ist dann alles voller Öl. Hier ist noch eine Kiste, was haben wir denn da drinnen? Ein Güterwaggon, HSLA-Stahl, Dornen, Ethanol, Kristalle, Koks. Also eigentlich nicht das, was wir brauchen. Jo, dann will man sagen, ich reiße mal den ganzen Kackst hier oben da weg. Brauchen wir eben immer mehr. Ja, ich bin so im Kreativmodus, ist mir jetzt aber wurscht. So. Dann fliegen wir wieder nach Hause. Den Wegpunkt kann ich mir eigentlich löschen. Channel, na warte mal, wer war das? M. Waypoints. Öl. Habe ich da irgendwo Öl? Öl.
Ölturm. So, remove, Ölturm, remove. So, den brauche ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich ja, jo, kein Öl mehr von dort bekomme. Wie gesagt, hier wird die Bahnstrecke durchgemacht. Jetzt, was ich jetzt vorhabe mit dem ganzen Strom zum Beispiel, warum wir eine Raffinerie brauchen etc. Ich habe vor, überall in der Minecraft-Welt nicht Fackeln hinzuhängen, sondern so Lichter. Und die Lichter brauchen aber RF-Strom. Und RF-Strom kriege ich durch einen Verbrennungsmotor. Ja, genau, das wollte ich sagen. Falls jemand zuschauen sollte, ja, der was Minecraft FTP versiert ist und der sich damit gut auskennt, ja, ich möchte hier gerne bitte eine intelligente Kreuzung haben. Das heißt, ich möchte hier eine Kreuzung haben, ja, wo ich hier fahren kann quasi und auch hier, oh, mit Schalten und alles, ja, ob das vielleicht ginge. Weil wenn ich jetzt hier eine Kreuzung reinsetze und das miteinander verbinde, macht er eigentlich im Prinzip, was er will. Er fährt gerade oder er fährt so, er macht, was er will. Ja. Ich kann einen Knopf hinlegen, einen Schalter hinlegen, ich kann machen, was ich will. Er tut einfach nichts, ja. Also darum bitte mir mal sagen, wie kann ich das schauen, dass ich diese Strecken quasi hier miteinander verbinden kann. Und bei dieser Strecke hier könnte ich ja eigentlich verbinden, weil die Strecke brauche ich ja nur gerade fahren, beziehungsweise nein, muss ich ja auch so eigentlich fahren. Na, ist ja wurscht, aber jedenfalls, wer sowas kennt, so eine intelligente Strecke oder sowas, der kann mir das ruhig sagen, in die Kommentare schreiben oder per Post oder irgendwie schreiben. Mir einfach sagen und schicken. Wäre ich sehr verbunden, wäre ich sehr dankbar dafür. Jo, ansonsten hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert, nur Bahnhof gebaut, die Bahnstrecke gebaut, der Ölturm gebaut, das Schiff gebaut. Und warte mal jetzt. Upsala, da fliegt mir doch gerade das Headset runter beim Niesen. Ich bin ein bisschen leicht verkühlt. Wie ihr es vielleicht an meiner Stimme seht oder hört, sehen nicht, ne? Sehen könnt ihr mich ja nicht, weil ich ja keine Facecam habe. Ich gehe jetzt einmal schlafen. So, dann gehe ich mal schlafen und dann schaue ich einmal, was ich in meinem Inventar drinnen habe, was ich nicht mehr brauche. Und zwar brauche ich keine Hebel? Wieso funktioniert denn die ME nicht? Haben wir da unten vielleicht keinen Strom mehr? Oh, der ist ja fast leer. Und wieso ist die ME? Was ist mit der ME los? Habe ich Zugriff mit der ME-Konsole? Kein Empfang. Okay, das muss ich da gerne anschauen. Kein Empfang. Okay. Ja. Irgendwie ist die ME tot und ich weiß aber nicht warum. Ich kenne mich leider mit der ME nicht so gut aus. Das ist mein Problem. Und ich würde mal sagen, Strom habe ich ja noch 15%. Oh, Energy Buffer. Leer. Jo, oder wie mache ich das da? Ich will jetzt da nichts kaputt machen, ich will jetzt nichts Falsches machen, also. Scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr reingeben. Okay, bevor ich da irgendwas kaputt mache und bevor ich da irgendwas Falsches mache, lasse ich das einmal lieber. Lasse ich die ME sein. Ich habe keine Ahnung, warum die ME nicht funktioniert. Oder kann das sein, weil wir im Game Mode sind? Warte mal, Game Mode 0. Nö. Er speichert mir da auch nichts rein. Tja, mein lieber Gerner, dann hast du eine Aufgabe und zwar herauszufinden, warum die ME nicht funktioniert.
Na, das lege ich da sicherheitshalber einmal hinein. Und dann würde ich aber auch mal sagen, dann war es für diese Aufnahme. Wie gesagt, das war nur eine kurze Aufnahmesession, dass ich für heute eine Folge habe, um euch zu zeigen, was wir gemacht haben. Und jo, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und bis dahin, Freunde. Tschüss.